Okay. Schnell, in den Umhang! Ja. Ich erklär's später. Oh, 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 oh. Oh je. Achso, ich kann laufen. Ich dachte schon, warum passiert nichts? Da gehen sie alle flüchten. So. Gucken. Gucken. Da steht mein Glas. Albträume haben viele Formen. Wenn man erst einmal weiß, was einem Angst macht, kann man sich dem stellen. Es ist nur in meinem Kopf. Daraus wird nichts. Ich habe vor nichts Angst. Nach dem Schrei habe ich dich schon erwartet. Machen wir weiter mit der Geschichte. Ich hatte keine Angst vor Drachen. Ich litt noch immer unter Achakas Tod. Jetzt hing das Wohl eines ganzen Königreichs von mir ab. Das war die wahre Bestie, die ich bezwingen musste. Okay. Da kam ich nicht rüber, ne? Hier war nix. Okay. Ich glaube, ich weiß was. Wo ist er? Habe ich den nicht gerade eingepackt? Da. Der hat mir die Treppe hochgefahren. So, gucken wir mal. Ich brauchte seine Krone nicht, um ein König zu sein. Mein alter Hut reichte völlig und Daventry war bereit für ein neues Abenteuer. Mehr konnte ich hier nicht gucken. Okay. Money. Es war einmal in einer kleinen Stadt ein wunderschönes Schloss, das hoch oben auf einem Hügel stand. Dort waren alle willkommen. Alle. Außer den Schädlingen. Die Bewohner flehten ihren König an, die Ratten müssen endlich weg. Sie erschrecken unsere Kinder und stehlen unseren Käse. Eine hat sogar ein Baby gefressen. Die Stadt war wirklich sehr ungemütlich geworden. Jeden Morgen warfen die Leute Goldmünzen in den Brunnen mit dem Wunsch nach einer besseren Stadt. Doch die Ratten blieben. Der König warf in seiner endlichen Weisheit auch Wunschmünzen, weil er verzweifelt nach einer Lösung suchte. So kam es schließlich, dass ein wandernder Flötenspieler am Schlosstor erschien.
Der Flötenspieler bot an, die Ratten aus dem Königreich zu vertreiben, wenn die Stadt ihren debilen Gebieter stürzte. Hört, hört, riefen sie. Unser Thron ist nur ein Sitz für einen Hutständer. Befreie uns von den Ratten und der Thron wird dein sein. Der Fremde zog eine kleine Flöte hervor und spielte eine schöne Melodie. Die Musik rief die Ratten herbei und sie tanzten auf dem Kopf des Königs. Der König kreischte entsetzt auf. Doch der Flötenspieler spielte sein Lied. Die Ratten wurden zurück in den Wald gebracht, wo sie hingehörten. Der Flötenspieler kehrte siegessicher zum Schloss zurück. Doch sein Klopfen verhallte und niemand öffnete ihm. Er setzte seine Flöte an und spielte eine neue Melodie. Die Zugbrücke senkte sich und ein hypnotisiertes Volk gesellte sich zu ihm. Mit ein paar einfachen Tönen machte der Flötenspieler kehrt und führte sie aus dem Schloss in die tiefen, dunklen Höhlen darunter. Der Thron ist nun leer und im Brunnen klimpert es nicht mehr. Manni wusste genau, wie man die Horde in Aufruhr versetzt. Er wählte jedes Wort mit Bedacht und wusste um die Reaktion der Kobolde auf seine Geschichte. Es war brillant. Sie erledigten die Drecksarbeit und er hat entspannt zugesehen. Ich dachte, ich hätte ihn im Scharfsinnsduell besiegt, aber die Spielchen fingen gerade erst an. Alles klar. Huch. War jetzt hier nicht gerade. Ah. Koboldschade. Baby Swap. Okay. Babytausch. Was haben wir hier? Und die Tür ist offen. Werden Albträume jemals wahr? Natürlich. Aber echte Monster sind leichter zu bekämpfen als imaginäre. Okay. Guck mal, da liegen sie alle. Kobolde versauen alles. Kobolde versauen alles. Hier liegen sie alle. Komm ich da rein? Soll ich sie mal auspacken? Geht nicht. Ja, ich höre immer noch zu. Echt? Das hast du hoffentlich besser genutzt. Da komme ich so nicht bei. Muss ich wohl erstmal schauen. Es ist hartes Tode. Rotatile. Verdut, ja? Das Schild. Alarm! Hilft uns, König! Genug! Das sind nur Geschichten! Könnt ihr sie nicht einfach nur genießen? Ihr schießt doch völlig am Ziel vorbei. Soll man sich so an eure Geschichte erinnern? Oh. Halt, halt, halt! Wie wär's mit einer neuen Geschichte? Vor langer Zeit, da lebte einmal ein... Was haben wir denn hier? Das hier? Versuchen wir es nochmal.
Da lebte ein... Versuchen wir es nochmal. Okay. Da lebte ein... Was nehmen wir denn jetzt? Versuchen wir es nochmal. Das will er auch nicht haben. Da lebte ein... Soll ich sie auspacken? Da lebte ein starker, abenteuerlustiger, kleiner Kobold. Schon in jungen Jahren war der Koboldjunge im ganzen Land für seine Abenteuer bekannt. Zum Beispiel hat er... einen bösen Schlangenfürsten bekämpft. Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Einen spöttischen Greif reingelegt. Seine Abenteuer waren so legendär, dass die Kobolde ihn zum König machten. Aber der Kobold-Abenteurer war nicht in seinem Element und überfordert von den Aufgaben, die ein Königreich mit sich brachte. Seine Freunde boten ihre... Güte. Tolles Wahl. Doch es half nicht. Er fürchtete, dem vorigen König niemals gerecht zu werden. Es wurde so schlimm, dass er schließlich aufgab. Doch, als er seine Sachen packte, um wegzulaufen, fand der Koboldjunge... Er fand... Mal gucken. Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Versuchen wir es nochmal. So, das? Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Wieder nicht. Versuchen wir es nochmal. Das alles nicht. Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Versuchen wir es nochmal. Seinen alten Abenteurerhut. Ah. Und dem Kobold wurde klar, dass er nicht ein Vermächtnis fortführen, sondern sein eigenes schreiben musste. Eines voll von... Voll von... Tapferkeit. Und den besten Freunden, die es jemals gab. Jawohl, ja. Das muss ich Opa erzählen. Ich sagte ja, er rettet uns. Nein, ich sagte, er rettet uns. Ich glaube, das war ich. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. So. Okay, Herr von Schling, arrive Schmerzi. Und das war's schon. Einige Details haben sich mit der Zeit verändert. Und ich habe ein paar peinliche Passagen ausgelassen. Aber am Ende sollte man Geschichten so erzählen, wie sie waren und nicht, wie man sie gern hätte. Ah,
Du bist wieder eingeschlafen und ich sollte es dir gleich tun. Du siehst aus, als bräuchtest du einen Freund. So, ihr Lieben. So wie das aussieht, war das das Ende von Kapitel 2. Ihr habt gesehen, am Ende, das war Manny. Von der Stimme her hat man es gehört. Eine sehr spannende Geschichte und ich bin so froh, dass die Dorfbewohner doch nicht tot sind. Herr von Schlingen lebt auch noch. Ihr seht hier, ich nehme mal die Maus kurz, da kann man den Zeiger sehen. Wir haben nur einen gerettet, die anderen haben wir leider durch falsche Entscheidungen oder zu späte Entscheidungen verloren. Wir haben auch nur das eine Blatt haben wir nicht gefunden. Alle 4 Münzen haben wir gesammelt. Oh, und ihn haben wir nicht befreit. Ich dachte, wir hätten... Oh, guck mal, ganz traurig. Ja. Ich hoffe, dass der nächste... Oder bin gespannt, wie der nächste Teil wird. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Kapitel 3 wieder. Ich drücke noch mal eben. Mal gucken, ob noch was kommt. Nein. Kommt nur noch der Abspann.
So. Das war der Abspann.